Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück. NXT TakeOver in your house. Johnny Gargano gegen Big Bad Luther, NXT Championship, no DQ. Wir sind wieder zurück bei WWE 2K22. Herzlich willkommen. Wir sehen schon, geile Arena in your house, wie gesagt. Aua. War früher tatsächlich mal ein Pay-Per-View gewesen. Oh, schön. Was füge Johnny Gargano mit Angriffen Schaden zu? Okay, mal gucken, was passiert. Dakota Kai ist mit dabei. Ihr habt's gesehen, ich habe die Entrances ausgeschaltet, ne? Weil ganz ehrlich, ohne Mucke sind die halt einfach nur halb so viel wert. Bin ich ganz ehrlich zu euch, habe ich keinen Bock drauf. Das hat halt einfach nicht das gleiche Feeling, ja. Ich meine, ich könnte die wieder anmachen, damit wir die Ansagen vielleicht vorher noch haben. Die gibt's halt automatisch dann auch nicht mehr. Finde ich ein bisschen bekloppt. Aber naja. Probieren wir mal. Ah, schade. Ach, wir haben ja No-DQ. Ja, warte mal. Johnny Wrestling. Johnny Wrestling. Hui. Oh. Hey. So. Wieso steht er jetzt auf einmal so schnell auf? Nein, ich wollte die Leiter gar nicht. Warte mal. Nee, warte mal. Okay. Will ich nicht. Jetzt nimmt er sich doch wieder die Leiter. Oh. Kann man doch so anstrengend sein. Na komm, ich tu die mal in den Ring. Hier. Ich komm gleich. Hä? So. Ich komme. Hab da was für dich. Bam! Ist der Tisch kaputt? Warte mal, der Tisch geht noch. Guck mal, ist die Scheiße jetzt. Oh, der ist schon wieder draußen. Ja, easy. Oh, gönn dir den mal. War übrigens auch ein nices Outfit, was die da anhat, ne? Wie komme ich denn nochmal aus dem scheiß Ring raus jetzt, hä? Ah, mit R1, okay. Geht der Tisch hier noch? Ach, der geht noch. Ich nehme ihn mal mit rein, wa? Naja, Johnny, hör mal auf mit der Scheiße. Was ist jetzt hier für eine Nummer? Auf. Der Scheiß. Nein, das reicht jetzt schon von da oben, ne? Okay, perfekt. Und die kann man auch mal hier hinstellen vielleicht. Bam! Bam! Alter, dem geben wir richtig. Er steht schon wieder auf. Oh. Oh. Alter! Voll auf den Stuhl! Voll auf den Tisch! Was sagen, jetzt übertreibst du es aber. Okay, wir müssen ihn jetzt in die Ecke wippen, sonst steht er immer wieder auf. Hold on, it looks like Dakota Kai is trying to remove the opposite turnbuckle pad. Maybe she's fixing it. Luckily, the referee ist doch eh doch, ist doch sowieso nur die Q. Speaking of cheating, Candice LeRae now getting involved. Oh. Candice LeRae with the jawbreaker. And Gargano now with the super kick. Was? NXT champion Johnny Gargano. What a moment after all he's been through. But it didn't happen without some level of controversy. Gargano's wife, Candice LeRae, now handing him the NXT Championship. And that's exactly what she did when she got involved in the match. Dakota Kai would have done the exact same thing or worse. It doesn't take anything away from Gargano's win. The former champion from behind. And Candice gets sent flying off the apron. She hit pretty hard. And suddenly for Johnny Gargano, jubilation turns to concern for his wife. We all just hope she's okay. Maybe we do, but the now former champion looks content to have gotten some form of payback on the first couple of NXT, intentional or not.
I have a feeling this is far from over between these three. Wieso haben wir den... Ach komm, ey, guck mal, wir haben das Match jetzt voll dominiert, ne? Und dann kommen so zwei Dinger da und dann sind wir sofort... Also komm. Das ist ja ein bisschen... Das ist ja schon wieder, Montreal Screwjob-like. Junge, Junge, Junge. Gerechtigkeit, Wahrheit und richtig über falsch haben sich bei NXT TakeOver durchgesetzt. NXT Champion. Herzen von Candice LeRae. Wahrheit, bevor Johnny Gargano seine Frau dazu zwang, mich im Match anzugreifen, hat sie mir erzählt, was für einen gewaltigen Fehler sie gemacht hatte und dass sie das zwischen uns wieder gut machen. Okay, warte. Wir lassen die gerade mal posten, damit ich gleich wieder hochscrollen kann. Alter. Okay. So. Wahrheit, bevor Johnny Gargano seine Frau dazu sagen, wieder gut. Ach, das haben wir gehabt. Es ist vorbei, du kannst jetzt aufhören, wenn jemand dumm genug war, diesen Blödsinn zu glauben, habe ich jetzt endlich den Beweis, dass die Sache entstunken und erlogen war. Stimmt, Dakota Kai, ich gebe es zu, Luther hat mir eine Chance auf den NXT Women's Titel in Aussicht gestellt, wenn ich dann dabei helfen würde, mit Lügen einen Vorteil gegenüber Gargano zu gewinnen. Er hat sich nicht an den Deal gehalten und mir reicht's jetzt, kann alles mit DMs beweisen. Ach komm, willst du mich wirklich verarschen? Okay, Candice LeRae macht diese Euchleine. Wow, das ist also dein Beweis, Johnny Gargano, eine notorische Lügnerin. Dein Beweis war das doch auch, wenn sie nur eine Lügnerin ist, warum sollten wir denn in früheren Aussagen glauben? Jetzt wissen wir also, wo das Preisgeld für unsere Match hingewandert ist. Follow the money, Bestechung. Gib endlich auf, das ist armselig und übrigens, im Gegensatz zu dir, muss ich mir keine Lügen ausdenken, um meinen Titel... Ja, das ist jetzt Kindergarten hier, komm, ganz ehrlich, abgemacht. Die Wahrheit ist, dass ich besser bin als du. Ausgeborgt habe, besorgst du mir eine Box und mir... Was? Und so wie ich mir deine Frau ausgeborgt habe, boxe dir jetzt meinen Titel aus. Er hat bessere Sprüche drauf, als ich sie schrieb. William Regal hat geantwortet, ein Kampf reicht nicht, um diesen Krieg zu beenden. Der Rückkampf für NXT Championship wird ein Last Man Standing Match bei NXT sein. Holy moly. That's the shit I wanna see. Geil. Okay, pass auf, wir machen... ich mach die Einzüge doch mal wieder an, wir überspringen die stattdessen. Und machen das dann einfach so. Würde ich sagen, ne? So machen wir das. Okay, Last Man Standing Match. Baby gegen Johnny Gargano. Okay, das wird ziemlich heißer Tanz, glaube ich. Und wir werden uns den fucking Titel aber sowas von wiederholen. Das kann ja wohl nicht sein. Ich meine, das Gute ist, dann sind wir halt zweifacher NXT-Champion, ne? Macht ja auch nichts. Is for the NXT Championship. Yay. This guy is the real deal. So, da haben wir Big Bad Luther, können wir direkt überspringen. Schauen wir uns den Einschnitt von Johnny Gargano mal kurz an, auch wenn wir keinen Sound haben, aber wir gucken uns den trotzdem mal an. Johnny Wrestling. Wrestling. Da sieht er jetzt wieder nicht aus wie Johnny Gargano, ne? Da jetzt schon. Komisch irgendwie, keine Ahnung. So ein Mittelding irgendwie, aber cool, sieht okay aus. Okay, hören wir uns noch an, was der Ring-Announcer sagt. Na, ich zeige euch jetzt mal, was ich mit eurem Johnny Wrestling mache. Passt mal auf. Introducing the challenger. Oh yeah. Frankfurt, Germany. Weighing in at 270 pounds, Big Bad Luther! Ja! Was macht eigentlich Rafael Bori als Schiedsrichter bei WWE? And introducing the champion from Cleveland, Ohio. Weighing in at 299 pounds. He is the NXT Champion, Johnny Gargano! Whoop, whoop. Okay. Let's get the party started, my friend. Versuche Johnny Gargano am Boden zu halten, bis er ausgezählt wurde. Okay. Machen wir. Mein du dumme Sau, du hast mir meinen Titel geklaut, Mann. Du hast mir meinen Titel geklaut. Weg da. So. Komm, Stuhl. Wupp, wupp. Johnny Wrestling.
Wrestling oder was? Hey. Was, Penis? Können wir hier eigentlich durchbrechen, diese Tür da? Warte mal. Komm mal her, Johnny, lass mir mal was ausprobieren. Huch. Ja, gib ihm, ist egal. Er war drauf da. Können wir denn? Warte mal. Hinten in die Ecke? So, das? Schönes Ding. Der war nice. Kann man nicht anders sagen. So, gehen wir hier hinten gegen die Tür, bitte. Nee, scheinbar nicht. Aua! Warte mal. Ah. Ich hab meinen Rouge nicht drauf. Arschloch. Dumme Sau, du. Na komm. Moin. Weg mit dem Scheiß. Was haben wir hier noch so drinne? Oh, ja, ein Kendo-Stick. Nee. Stopp nicht, mein Freund. Woher kommst du mir hier nicht rum? Au. Nein! Was? Ah. Warte. Lässt sich alles regeln? Überhaupt kein Problem. Alter, wir sind so ein richtiger Brock Lesnar, ne? Einfach drüber fegen. Komm, steh drauf. Nein! Was passiert mit dem Stuhl? So. Können wir hier vielleicht noch so... Warte mal, wir haben doch noch diesen... Nein! Au! Was ist mit dir jetzt auf einmal? Wir haben gerade einen Signature-Move. Warte mal, kann ich mal kurz kontern? Das ist ein Scheiß. Bam! So, nee. Warte mal, ich würde gerne mal was ausprobieren. Komm mal mit. Ja, fast. Ich würde nämlich gerne mal sehen, ob wir einen... Haben wir einen Finisher hier an dem Tisch? Oh. Gut, so war das jetzt nicht gedacht. Oh, der blutet. Geil. Fängt jetzt so richtig an jetzt, wa? Nein! Hör doch mal auf, dich zu wehren! Können wir denn nicht mehr... Ach, wir müssen ihn da irgendwie hinbringen, ne? Aua. Ey, hör mal auf jetzt! Wir müssen ihn irgendwie packen und dann dahin tragen oder so, glaube ich. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. Was macht er denn jetzt? Oh, das ist sein Dings gewesen, sein... Okay. Nein! Ey, wenn ich das jetzt verkacke, ne? Das kann nicht wahr sein. Oh. Luther, du hast dich jetzt genug ausgeruht. Ja, komm. So, please, come on. Johnny Schmoni, was ist denn mit dir? Soll sich dein Scheiß ernst, Mann? Warum geht dieser Scheiß Clothesline immer daneben? Gibt's nicht. Ja gut, kann er machen. Bringt eh nichts. Weil es ist ein... Oh nee, das wird ja noch kleiner jetzt. Nein. Was? Okay. Ja, easy, danke. Warte mal, jetzt müssen wir mal kontern langsam. Jetzt aber, na also. Das reicht aber auch mal. Das, nein! Als ob.
Na, mach mal. Okay. Nein, ich hätte kontern können. Sag mal. Gibt's nicht. Gibt, der macht uns gerade voll fertig. Ich kann nichts machen. Jetzt kann ich was machen. So, mein Freund, Alter. Jetzt ist Schluss. Feierabend hier. Kindergarten. Wollt eigentlich noch so schön ein paar Sachen hier machen, ne? Ausprobieren, dies, das, Ananas. Und du machst einfach hier den hier, oder was? Ja, klar. Sag mal. Also manchmal, ne? Manchmal. Kabuki! Oh, komm. Signature Move. Hi, Tai Tai. Der kontert. Das gibt's nicht. Der kontert unseren fucking Move. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ernsthaft nicht. So, Bauer. Komm schon, lass mich dann nochmal kontern, bitte. Jetzt hat er einen Finisher und einen Signature-Move. Willst du mich verarschen? Wir haben einen Finisher! Ich kann nichts machen! Mein Charakter hat nichts gemacht! Nein! Okay, der will aber auch jeden Move irgendwie direkt, dass wir ausgezählt werden, ne? Okay, wir müssen das Ding jetzt, glaube ich, gleich mal beenden. Fuck! Oh. Nein! Okay, der macht wieder seinen komischen Signature-Move. Scheiß drauf. Mach! Scheißegal, wir können nicht tappen, oder? Nee, das muss ausgezählt werden. Ja, ist egal. Okay, das Ding ist sehr klein. Ja! Kontern, wir müssen irgendwie kontern. Alter, was? Wie lächerlich. Gibt's nicht. Ja! Ja, lass uns raus. Geil, geil, geil. Raus. Das ist gut. Sehr gut. Mach. Finde ich gut. Okay. So, komm. So. Finish den Scheiß jetzt hier. Kein Bock mehr auf die Kacke. Du Spacken, Alter. 3, 2, 1. Mickey Mouse! Zähl an! Was war das denn? Realest guy in the room. How you doing? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das kann ich! Okay. Ich kann doch nicht eingehen, dass er gerade nochmal hochgekommen ist. Willst du mich flachsen, Alter? Sobald der aufsteht, kriegt er mit dem Stuhl eine. Kannst du mal hingucken. Ende. Ja! Two-time NXT Champion, baby.
Geil. Richtig nice. Haben wir das Ding doch noch zurückgewonnen. Heilige Maria. Das war ein Fight. Wee. Das war ein Fight. Kannst du mal hingucken. Puh, Story abgeschlossen. Gerücht und Andeutung. Wow, nice. Haben wir beendet? Freue ich mich drüber. Wir haben eine neue Mitteilung im Optionsmenü. Und zwar bei Orte haben wir hier einmal. GM-Büro oder Billard-Saloon. Social Media gibt es noch ein bisschen mit. Damit sind wir quitt, Johnny. Du hast dir meinen Titel ausgeborgt, ich mir deine Frau. Hashtag wieder Champion. Sehr gut. Okay. Ich weiß, dass du glaubst, der Laden hier gehört dir, aber da hast du schon mal daran gedacht, dass es besser sein könnte, wenn du deine Einstellung änderst und nicht immer so schwierig bist. Schwierig? Ich? Wovon redest du? Ja, aber echt? Hä? Wir sind doch nicht schwierig. In diesem Business wird es selbst die krassesten Attitude irgendwann langweilig und vielleicht gibt es da ja sogar zur Abwechslung mal nett zu sein. Also, du hast Schiss davor, was Neues zu probieren. Ne, wir bleiben mal hier. Spar dir deine Ratschläge für jemanden auf, der sie brauchen kann. Mein Weg funktioniert ganz offensichtlich. Ich weiß nicht, warum ich es überhaupt noch versuche. William, chill mal deine Eier. Sehr gut. Wunderbar. Jo, würde ich sagen, nächste Folge holen wir uns dann die nächste Story, oder was? Würde ich mal sagen. Besuchen wir mal William Regal in seinem Büro. Freut er sich bestimmt. Ne? In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.